Hallo, ich bin's wieder, der Mompitz. Ich war die Woche in Langfeld bei den B-Brothers, beim Ivan und beim Kiki und habe mir eine Donruss-Box mitgenommen, 2122, mit der Chance auf ein Autogramm. 88 Karten sind insgesamt drin. Dazu gibt es noch Blaster Exclusive Orange Laser und Purple Laser Parallels. Und ja, wir hoffen mal auf eine gute Franz zum Beispiel oder auf eine Kate. Wir fangen an. Das Setup ist ein neues. Ich habe mal bei dem großen schwedischen Möbelhaus was Neues geholt. Jetzt haben wir vielleicht eine andere Perspektive. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das passt, ob das vorherige besser war. Ist alles noch in der Findungsphase. Wir testen aus. So, das ist ein Batzen voller Kartenpacks. So, Schachtel zur Seite. Ich habe mal fünf Ständer hingestellt. Mal schauen, ob wir da irgendwas hinstellen können. So, wird ziemlich viel Base sein wahrscheinlich. Harrell, Rozier, Embiid Base. Das ist ein bisschen ungewohnt von der Position her. Thompson, Curry Base, okay. Wiggins und legen wir es wieder hin. Orange Laser, kein Rookie. Morris? Nein. Tucker. Okay, PJ Tucker. Von den Celtics. Dabei ist die Curry die beste, aber die Curry kommt nicht auf den Ständer. Dafür reicht es nicht ganz. Na, hartnäckig. Weiter geht's mit Bay Base, Flynn, Ball, auch sehr gut, Barrett, Bogdanovic, Kenyon Martin, oh, da kommt noch einer dazwischen, eine Franz Rookie, sehr cool, okay, die ist zwar jetzt nicht die Welt wert, aber Deutsch Rookie auf jeden Fall. Was für die Standys. Und hinten dran, okay, einmal umdrehen. Auch kein Rookie, sondern ein Base Orange Laser. The Wise Man. Ja, Wise Man ist schon besser als PJ Tucker auf jeden Fall. Aber die Wagner kommt nach hinten, die Wise Man kommt nach unten. Vielleicht spielt er nächste Saison richtig gut. Mal gucken. War ja lange ausgefallen wegen der Verletzung. Vielleicht wird es ja der Superstar. Who knows? Und wieder ganz viel Base. Kevin Porter Jr. Markkanen. Noch keinen Insert drin gehabt. Ne? Mal gucken, wie viele Inserts in der ganzen Box drin sind. Pohl, sehr schön. Marjanovic. Drummond. Und als Orange Laser. Doch einmal drin. Ein Rookie, sehr cool. Die Raptors. Scotty Barnes, saugeil. Also, das ist bis jetzt der Box-Hit, ne? Orange Laser Scotty Barnes Rookie. Sehr cool. Definitiv darfst du nach hinten, du darfst auch gerne in die Mitte. So. Und dann kommt dann links neben dran der Franz. Also, ich würde sagen, hat sich schon fast gelohnt, das Ganze. Übrigens, es läuft auch immer noch die Challenge zwischen mir und meiner Frau. Da ist noch nichts entschieden. Es ist knapp aktuell. Es sind noch ein paar Auktionen offen, die noch nicht verkauft sind. Heißt, sobald die weg sind, können wir den finalen Endstand verkünden. Und ja, guck mal bei YouTube, bei eBay rein unter YouTube Challenge als Suchwort oder als Suchwort Mompitz oder Frau Mompitz. Dann seht ihr die Auktion und dann könnt ihr darauf bieten und dem einen oder anderen, also mir oder meiner Frau, helfen zu gewinnen. Sabonis, Philly, Kemba Walker, eine Rookie-Karte. Wen haben wir da? New York Knicks. Es ist
Quentin Grimes. Und hinten dran sieht aus wie eine Silver Press Proof. Nein, das ist ein Insert. Okay. Magicians. Irving. Okay. Ganz nett. Kommt nach hinten. Und die Grimes kommt auch nach hinten. So. Einen Platz haben wir noch zu vergeben, aber wir haben noch ein paar Packs mehr. Also mal gucken, wer dann in den Schatten rutscht. So. Ojenka, Kelly Oubre, na, Zubak, Walker, Russell, Kanter, Lillard und dann einmal drehen wieder. Orange Laser Base, kein Rookie. Tess und Bane. Auch nicht schlecht. Aber für hinten reicht es auch nicht. Aber sehr gut. Bin zufrieden. Bis jetzt. Durchaus. So. Lugans dort. Danny Green. Tobias Harris. Grant. Wobei ich sagen muss, jetzt bei dem Besuch bei Kiki, das war echt ein super cooler Tag. Oh, LeBron James, sehr schön. Ja, Kiki nimmt sich für jeden Zeit, also da kommt keiner zu kurz, jeder kann mit dem quatschen. Es ist nicht keine schnelle Fertigung von wegen hier rein, raus, Karten kaufen, fertig. Nein, es ist wirklich super familiäres und angenehmes Flair dort. Und Red Rookie von den Warriors. Es ist Kuminga, sehr cool. Der darf da hinten auf jeden Fall. Ja, also wenn ihr die Chancen habt, nach Langfeld zu gehen, nutzt es, nimmt Zeit mit, nutzt es, saugt das Ganze auf. Na komm, Fokus. Andrew Drummond. Drummond. Anthony Davis. Okay, Kuminga nach hinten, du nach auf den Stapel. Ja, kann ich nur empfehlen, B-Brothers Store Langfeld. Geht hin. Echt cool da. Dann sind wir schon fast am Ende. Base, 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 Conley Base, Will Barton Base, Burke Base, Dylan Brooks Base, Durant Base, Forbes und dann, okay, das ist keine Orange Laser, das ist wieder ein Insert. Wie rum dreht man das am besten? Ich glaube, okay, so rum. Dann schieben wir es mal für hier runter. Live. Ah, das ist der gute LeBron. Franchise Features LeBron James Lakers. Sehr schön. Würde ich einmal vor die Kyrie stellen. Dann macht das aktuelle Sinn. Kuminga, Wagner, Barnes, LeBron und Grimes. Wobei Grimes ist noch so jetzt aktuell der schwächste von den fünf. Vier Packs haben wir noch. Da tut sie bestimmt noch was. Klar, ein Autogramm ist der Hammer, aber ich bin jetzt, wie gesagt, mit der Barnes schon mehr als zufrieden. Olnick, Irving, Achiuwa, Beal. Okay, Kate Cunningham Rookie Card ist definitiv weitaus besser als Grimes. Von daher herzlichen Glückwunsch, du darfst auf die rechte Seite. Und wir schauen noch kurz, was hinten dran ist. Noch ein Insert. Das ist dann wieder, nee, das ist diesmal hochkant. Ah, das ist auch ein Rookie-Insert von den Pacers, Isaiah Jackson. Okay, jetzt machen wir es so. Cunningham kommt vor Grimes, aber Isaiah Jackson kommt auf den Stapel. Three to go. Also den Fokus funktioniert nicht ganz so. Jetzt die Karte gespoilert, yay. Kawhi, Adams, Taupin, Jimmy Butler, Barnes, Lavine, Turner und für die, die es noch nicht gelesen haben, ich habe es vorher noch nicht gelesen beim Abpacken auspacken, Peyton Pritchard als Orange Laser.
Fehlt jetzt eigentlich nur noch die Purple Laser. Orange hatten wir jetzt schon ein paar drin gehabt. Aber Purple war noch keiner dabei. Das sind wahrscheinlich auch einige seltener als die Orange. Die Frage ist, wie viel seltener? Eins pro Box oder alle zwei Boxen eine. Edwards. Heald. Williamson. Rui. Mills. Bryant. Oh, da kommt eine Rookie-Karte. Von den Portland Trailblazers. Greg Brown, der dritte. Und wieder einmal switchen für die Orange Laser als Base. Parallel. Reggie. Na, Fokus. Bullock. Okay. Greg Brown bleibt vorne. Da finde ich die anderen drei weitaus stärker. Last Pack Mojo. Autogramm, Purple, irgendwas Limitiertes vielleicht, also Nummeriertes. Wäre ganz nice, aber mal schauen. Cameron Payne, Collins, Ross, O'Neill, Alexander, Eric Gordon, okay, es ist eine Orange, es ist kein Autogramm. Es ist kein Purple, es ist Primo. Okay, es ist ein Rookie. Primo. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, den Spieler. Aber zwei Orange Laser Rookie Karten in der Box, in der Blaster Box, finde ich mehr als fair. Ich würde ihn jetzt mal sozusagen mal so anlehnen an den Franz und somit den Break abschließen. Wir haben paar coole Rookies gehabt, ein nices Insert. Ja, kann zufrieden sein. Danke, Kiki, für die Box. Gut ausgewählt. Bis zum nächsten Mal.